Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und heute ist der Tag der Tage. Black Ops 4 ist, naja, eigentlich morgen erst draußen, aber ich habe heute schon das Paket gekriegt, da steht hier neben mir. Ich habe die schöne Mystery Box Edition bestellt und wir machen jetzt ein kleines Unboxing, ja. Ich switch mal so ein bisschen die Kamera und dann gucken wir uns genau mal an, was wir da alles so drin haben. So, ich habe das Ganze hier schon mal fertig gemacht oder zumindest schon mal ein bisschen vorgeschnitten. Hier ist das große Paket. Ich schiebe das mal ein bisschen. Ja, so sieht man es. Bisschen Pappe. Und dann sieht man hier schon Call of Duty Black Ops 4, meine Freunde. Ja, bitte beachten Sie, dass dieses Paket aus zwei Teilen besteht. Call of Duty Black Ops 4 Mystery Box und Call of Duty Black Ops 4 PlayStation Spiel. In separaten Umschlag übrigens. So, jetzt sehen wir schwarz. Aber nicht für unsere Zukunft. Vielleicht doch. Die Zukunft ist schwarz. Black Ops, ne? The Future is Black. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier überhaupt rauskriege. So, ich habe das ganze Ding jetzt rausgeholt. Das war ein bisschen mühseliger. Da hinten steht das Paket in der Ecke. Dann war da in dem Paket halt einmal dieser Umschlag hier drin mit Black Ops 4. So sieht das Spiel aus. Schockt jetzt niemanden. Noch die Rückseite drauf. Und worum es eigentlich geht, die Mystery Box Edition haben wir hier. Die steht, oder beziehungsweise das steht auch nochmal hier vorne drauf. Black Ops 4 Mystery Box Edition. Auf der Rückseite einmal nochmal alles, was in dieser Box drin ist. Aber das schauen wir uns jetzt auch nochmal gemeinsam an. So, ich ziehe das jetzt einfach hier mal ab, mehr oder weniger, oder raus. Ja. Ist auf jeden Fall ein riesiges Ding. Hier sieht man schon die ganzen Zombie-Charaktere, die ganzen neuen. So. Halte ich mal ein bisschen besser in die Kamera. Ich stelle es mal auf den Boden. Das Ding wiegt nämlich auch ein bisschen was. So, das ist die eine Seite. Andere Seite. Nochmal andere Seite, das ist dasselbe. Hier hinten ein Charakter. Obendrauf haben wir noch einen und unten drunter haben wir tatsächlich auch noch mal einen Charakter. So viel zum Äußeren. Wir fragen uns ja eher, was hier eigentlich so drin ist. So, wir schauen uns jetzt an, was da drin ist. Hier oben können wir es einfach öffnen. Zack. Und man sieht Plastik und Batterien. So, hier haben wir einmal die Lithografien. Ich packe die einfach mal aus, dann können wir uns die gemeinsam hier mal anschauen. Zack. So, einmal mit Voyage of Despair. Einmal mit der Karte IX und Blood of the Dead, der schöne Remake von Mob of the Dead. So, das war der erste Inhalt der ganzen Box. Jetzt geht's weiter, wir haben hier an der Seite ein Call of Duty Zombies 10 Jahre Editions Puzzle, müsste das, genau, das Puzzle. So sieht das Ganze aus, 1000 Teile hat das Ganze. Vielleicht, wenn ich mal Langeweile habe, puzzle ich das zusammen, aber ich glaube, die nächsten Tage bin ich ein bisschen beschäftigt, Videos zu machen. So, dann haben wir Batterien. Ja, kann man auch mal zeigen in einem Unboxing von der Marke Winnig. Nein, das ist keine Produktplatzierung, ich werde dafür nicht bezahlt. So, jetzt kommen wir schon langsam ein bisschen näher zu dem, was uns eigentlich interessiert. Ich sehe schon, was ihr nicht. Ich mache es mal ein bisschen spannend hier. Ich ziehe erstmal alles raus, bevor ich hier weiter raushebe. So, meine Damen und Herren, seid ihr bereit? Und zwar haben wir hier die Mystery Box. Und da sind auch noch Sachen drin. So sieht die ganze schöne Box aus. Die werden wir im Spiel auch noch ein paar Mal betrachten können. Ich drehe die hier mal so ein bisschen. Da sieht man schon was rausgucken. So, ein bisschen Rundumschau. Das
jeden Fall ein schönes Teil. Ich befürchte, die wird jetzt gleich noch nicht leuchten oder sonst was tun, weil die Batterien noch fehlen. So, ich schiebe jetzt mal diesen Riesenkarton auch nochmal zur Seite und stell mal nach hier unten, so, die Box hin. Ich nehme mal den Deckel ab. Ja, da ist nichts weiter drin versteckt. Hier haben wir noch mal ein Schutzding. So, hier haben wir vom Call of Duty Zombies ein Comic. Die erste Ausgabe. Story von Jason Blundell und Craig Houston. Genau, das kommt mit an der Seite. Ist jetzt nicht so das Hauptding, worum wir uns kümmern wollen. Dann haben wir hier die Steelbook. Sieht auf der einen Seite so aus. Mit so ein paar Soldaten drauf. Und hier hinten zu Zombies einmal wieder was. Von innen, jetzt muss ich mal gucken, sieht das Ganze so aus. Ist halt eine Steelbook. Ich mag Steelbooks sehr gerne sehen. Finde ich zumindest im Regal sehr schick aus. Ich sammle gerne Steelbooks. So, wir schauen mal weiter, was wir hier noch so haben. Wir haben hier Black Ops 4. Mal gucken, was hier drin ist. Das kann man einfach so schön aufmachen. Hier haben wir ein Pop-Socket. Das ist so ein Teil für das Handy. Da kann man das hinten ran machen. Man sieht es auch auf dem Bild. Ich mache mal ein bisschen näher an die Kamera. Aber ich denke, ihr kennt die Teile. Das sieht man da auf den Bildern auch. Man kann es als Grip, dass man seine Finger da quasi gegendrücken kann, dass man es halten kann. Man kann das Handy dann auf den Tisch stellen, zum Beispiel für Videochat oder auch als Media-Stand, genau. Ja. Ist auch nicht so unbedingt das Interessanteste. Hier haben wir Black Ops nochmal. Ich vermute, hier ist... Ah ne, hier ist nicht das drin, was ich dachte. Hier sind Aufnäher drin. Ich halte es mal, ja, man kriegt alles drauf. Das sind Aufnäher für, ja, wo man es auch immer raufnähen möchte. Oder man behält es einfach zum Sammeln. So, dann haben wir eine Bedienungsanleitung von Activision. Interessiert kein Schwein. So, hier haben wir Fig Pins von Call of Duty Zombies. So, so sehen die Teile aus. Ist jetzt ein bisschen mit Spiegelung leider. Gucken, ob ich die Folie... Ja, die Folie kriegen wir auch ab, bestimmt. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt könnte es sogar schon ein bisschen besser. Genau, von unten sieht man es besser. Das sind die Zombie-Charaktere. Das sind einfach so, naja, Aufstellfiguren. Hier sind nochmal die Charaktere abgebildet. Halt auch so ein Sammelobjekt, so ein bisschen nerdy kann man aufstellen. Hier haben wir noch ein bisschen Badesalz zum Rauchen. Danke, Track, dafür. So, und das war's schon mit dem Inhalt. Hier unten haben wir jetzt noch ein Batteriefach und einen An- und Ausschalter. Das Ganze werde ich jetzt einmal kurz zusammenbauen und dann gucken wir uns das Ganze mal in Action an. So, ich zeige euch jetzt mal die ganze Box. Ich habe hier extra meine andere Kamera noch mit aufgestellt, damit ihr das alles ein bisschen besser einfängt. Und ich würde sagen, let's go. So, ja, das war der ganze Inhalt von der Mystery Box. Was ich jetzt nicht gezeigt habe, war hier in der im Spiel ist jetzt noch der Season Pass mit drin. Aber das ist auch mein Code, der gehört nicht euch, ne? Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Ich finde die Box ziemlich cool mit der Beleuchtung und den Sounds. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen aktiver YouTube-Videos machen jetzt zu Black Ops 4. Da habe ich Bock drauf, ein paar Zombie-Tutorials rauszuhauen. Nebenbei bin ich auch immer mal wieder auf Twitch online. Checkt einfach mal unten in der Infobox aus. Ja, mein Kanal, falls ihr den noch nicht gefolgt habt auf Twitch. Ansonsten Social-Media-Seiten noch. Instagram, Facebook, Snapchat. Steht auch alles unten.
Da könnt ihr mich ein bisschen folgen und ein bisschen abchecken, was so geht. Falls ihr mich noch nicht kennt, lasst einfach mal ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt, was ich mache. Ab morgen wahrscheinlich, denke ich mal, geht's los mit Tutorials. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich heute was hochladen darf, falls ich schon was hochladen darf. Dann könnte es auch sein, dass heute schon das eine oder andere Tutorial kommt. Naja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und...